Mein Name ist Helmut Kess. Ich will gerade ein bisschen eine Aufwärmerede halten, weil ich habe jetzt vor sozusagen, oder wir haben vor, die Welt zu einem Protest, zu einer Revolution, zu einer friedlichen Revolution anzustiften. Und im Rahmen dieser Geschichte, die Welt ist in Aufruhr im Moment, wie wir alle wissen, viele Kriege, die Klimakatastrophe, Finanzkrisen, Vermüllung, Armut, also viele, viele Krisen. Und deswegen muss es eigentlich im Moment eine Revolution geben, und der ist mir einmal pro Jahr, ist mir ein bisschen wenig. Im Juli machen wir eine Geschichte, die wir jetzt im Rahmen der Bürgermeister für den Frieden. Aber jetzt denke ich mal, dass wir das so ein bisschen wöchentlich machen sollten. Und Samstagmittag ist ein idealer Zeitpunkt. Da kann eigentlich fast jeder, da könnte man so ein bisschen damit anfangen. Und deswegen möchte ich jetzt eine kleine Rede halten. Ich habe hier vorne eine Grundsatzerklärung, eine Politikerklärung, die man sich durchlesen kann. Und zu dieser Politikerklärung mache ich so ein paar, wollen wir so ein paar kleine Reden halten, jetzt Samstagmittags, wobei ich jetzt als erste Rede zu dem Thema reden will: Völkerrecht durchsetzen. Ja. Völkerrecht, ja, sehr gut. Jawohl, Michael. Gell? Wir beteiligen uns laut dem Völkerrechtler Norman Pech an einem vom Völkerrecht verbotenen Krieg gegen Syrien. Die USA haben begonnen und wir machen jetzt mit. Aber es ist verboten, es ist aber ein... Gut, okay. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde in der UN-Charta beschlossen, dass es keine Kriege mehr geben darf, es sei denn mit Erlaubnis des Sicherheitsrates. Und da gab es 5 Vetomächte. Jedes Vetomächt hatte die Möglichkeit, den Krieg zu verhindern. Und das hat einigermaßen funktioniert bis zum Krieg gegen Jugoslawien. Dann beteiligte sich Deutschland zum ersten Mal seit dem Zweiten Weltkrieg an einem völkerrechtswidrigen Krieg, obwohl die UN-Charta, hallo, sag Elke, hallo, hallo, obwohl die UN-Charta ein Teil des Grundgesetzes ist und nach unserem Strafgesetzbuch 10 Jahre Zuchthaus auf dem Start eines völkerrechtswidrigen Krieges stehen. Das heißt, eigentlich hätten Schröder, Scharping und Fischer alle ins Gefängnis gemusst. Aber das wurde mit einem Trick verhindert. Denn diese Anklagen müssen alle über einen Bundesanwalt laufen. Und der Bundesanwalt nimmt diese Anklagen einfach nicht an. Das hat er die Möglichkeit, einfach das abzulehnen. Und dadurch sind diese Leute eigentlich nicht im Gefängnis. Also Schröder hat ja letztlich zugegeben, dass er einen völkerrechtswidrigen Krieg gemacht hat, aber er kam nicht ins Zuchthaus oder ins Gefängnis, was eigentlich notwendig gewesen wäre. Jetzt ist das internationale Recht ziemlich verludert. Die USA richten sich als militärisch stärkste Nation schon lange nicht mehr danach. Aber dass Deutschland mitmacht, gefährdet uns alle. Denn Russland drohte nach der letzten Rede von Putin, dass ein Angriff auf Russland mit atomarer Abschreckung, das heißt mit dem wahrscheinlichen Untergang der Menschheit, bestraft wird. Russland werde selbst nicht angreifen. In Syrien ist Russland im Gegensatz zu dem Westen völkerrechtskonform präsent. Denn es stand der offiziellen Regierung gegen die Söldnerarmee, insbesondere der Saudis, der Türken und Anfang der USA, bei. Also wir müssen jedenfalls zur Ostpolitik von Willy Brandt und Egon Bahr zurück. Die hatten es geschafft, den russischen Bären zu zähmen. Und das würde auch jederzeit wieder funktionieren. Putin hat genügend Friedenssignale gesendet. Das wird eben immer wieder falsch interpretiert. Und das ist der einzige, Verhandeln ist der einzige Weg zum Frieden. Okay.